Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück bei Waylon. Wir sind in den Alt-Ahorn-Tiefen. Wir sind also unter den Behausungen der Winzlinge und vermutlich auch unter den Behausungen der Kobolde. Also ganz weit unten. Dementsprechend dunkel ist es. Da fällt mir auf, dass unsere Leuchtkugel ausgegangen ist. Wir werden mal wieder Amiri zum Leuchten bringen, denke ich mal. War das Leuchten? Ja, das war Licht. Genau, nicht, dass wir aus Versehen hier einen lichten Blitz oder sowas zaubern. Sehr schön, jetzt wird es doch wieder viel, viel angenehmer. So, dann habe ich gesehen, dass die FL hier immer noch im Defensivmodus ist. Das sind natürlich reine Unzulänglichkeiten. Ich bin mir der Regelmechanik sehr bewusst. Kein Grund, lange Aufsätze zu schreiben, um mir das alles nochmal zu erklären. Die meisten Sachen sind in der Regel Fehler im Eifer des Gefechts. So, wir haben eigentlich schon das, was wir hier unten wollten, nämlich diese komische den Spinnenkiefer. Und jetzt wollen wir aber nochmal, weil wir neugierig sind, hier noch ein paar Gänge untersuchen. Vor allem bin ich ja der Meinung, dass es hier auch zu den Kobolden gehen könnte. Was haben wir hier? Wir können hier offenbar hochklettern, diese Baumwurzel hoch dort ankommen. Das könnte schon der Weg sein zu den Kobolden. Es scheint auch kein Schwierigkeitsgrad zu sein, der würde sonst angegeben werden. Vermutlich haben sie das einfach so gelöst, weil sie die Animation des Hochkletterns nicht zeigen wollten oder konnten. Wir werden aber jetzt noch nicht zu den Kobolden gehen. Ich will vorher auf jeden Fall diesen Spinnenkiefer abgeben und diesen Schatz versuchen in Empfang zu nehmen. Und ja, aber wir haben hier noch einen Gang oder so, ein paar Gänge, die wir noch untersuchen können. So. Okay. Blöd sind diese Geschicklichkeitsschäden. Oder der eine, den Amiri noch hat. Wobei von 13 auf 12 ist es nicht so dramatisch eigentlich. Aber mir war so, als hätten wir noch einen Trank gehabt. Aber ich glaube... Nee, den haben wir dann doch benutzt. Ja, die letzte Aufnahme liegt für mich ein bisschen zurück, deswegen bin ich da nicht mehr bei diesen Sachen ganz auf dem Laufenden. Okay, ich bin gespannt, ob wir dieses ganze Areal hinkriegen, ohne nochmal zurück zum Handelsposten zu kommen oder zu müssen. Also wenn ich da wieder bin, dann werden wir unser ganzes Geld oder fast unser ganzes Geld dafür einsetzen, Tränke zu kaufen, weil wir haben, wie gesagt, kaum Heilkraft hier und wir brauchen Tränke, 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 Tränke. Wir sind nicht optimal vorbereitet, weil wir auch nicht das Geld hatten. So, was haben wir hier? Im Staub ist eine gewundene Spur zu erkennen. Hier ist etwas sehr Großes gekrochen. Okay. Das macht mir ein bisschen Angst. Das ist eine ganz klare Warnung, hier jetzt eigentlich nicht weiterzugehen. Das will ich auch nicht tun. Wir merken uns das. Ich will jetzt wirklich kein übermäßiges Risiko eingehen, sondern erstmal unseren eigentlichen Ziel hier entgegengeben, nämlich Tatucci, unserem Widersacher, zu jagen. Um die anderen Dinge können wir, wenn wir uns das zutrauen, ja noch später uns kümmern. Hoffe ich mal, dass hier nicht alles einstürzt nach dieser Aktion. Ist natürlich auch möglich. Aber dann stürzt auch dieses riesige Viech ein, von mir aus. So, was haben wir hier noch gefunden? Eine alte Rostlampenmünze. Ansonsten nicht mehr viel. Ja. Dann... Warte mal, ich glaube, wir müssen Amiri auch nochmal heilen. Oh, plus 10. Das war ja richtig gut. Wunderbar. Gleich mal schnell speichern, um den Stand zu sichern. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Der Gang ist durch. Ich würde sagen, wir kehren... Warte mal, haben wir hier noch was übersehen? Ich würde sagen, wir kehren zurück auf jeden Fall jetzt und geben diese... den Spinnenkiefer ab und holen uns erstmal den Schatz. Und dann würde ich sagen, ist der nächste Schritt zu den Kobolden zu gehen. Und da ist jetzt die Hypothese, dass es hier hochgeht. Schauen wir mal. So, das hat man uns noch gar nicht angeguckt. Ne? Die Pfahlwurzel von Alt-Ahorn. Hier ist die Saat des riesigen Baumes einst aufgegangen. Okay, das ist also hier ein bisschen das Herz dieser Höhlen. Hier hat alles angefangen. Schaut mal, das ist auch der Grund vielleicht für diese... seltsam, wunderschön fluoreszierenden Pflanzen. Toll. Okay, aber erstmal zurück jetzt hier. Wir könnten uns ja natürlich noch mehr Licht machen, ne? Wir könnten auch noch über Yaffles Kopf... Gönnen wir uns mal den Spaß, dass wir mehrere... Ach, man darf immer nur eine Lichtquelle gleichzeitig haben. Okay, alles klar. So, und tatsächlich, hier geht tatsächlich noch ein Gang lang. Okay.
Aber nicht, dass das auch zu diesem Wesen führt, was ich eigentlich vermeiden möchte, zu treffen. Da gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Die Richtung ist diese. Follow if you dare. Und was haben wir da? Wir haben wieder Riesentausendfüßler. Okay, wir gehen ein bisschen nach vorne. Ah, verdammt. Sie haben uns schon entdeckt. Gut. Valerie bleibt wie immer erstmal vorne. Die anderen feuern, so gut sie können. Je nach Initiativewurf schneller oder langsamer. Du hast auch deinen Langbogen gezückt. Sehr gut. Amiri bleibt erstmal ein bisschen im Hintergrund, wird dann entsprechend vorgehen, wenn es soweit ist. Okay, das dauert, ehe sie ihre Waffen da gezogen haben. So, der ist schon dort. Dann kann Amiri jetzt vorstürmen und auf den... Hallo? Ah, keine freie Bahn oder zu nah dran. Dann greif einfach so an, bitte. Leider ein Fehlschlag. Okay, aber die Fernkämpfer haben getroffen. Immerhin. Ja, Valerie kämpft hier natürlich auch mit. Ja. Da ist nur noch einer über. Ja, wir brauchen dringend, denke ich mal, für alle Fernkämpfer diese Fähigkeit, dass sie nicht diesen Malus haben, wenn Gegner im Nahkampf sind mit unseren Leuten. Das ist eine absolut essentielle Eigenschaft, wie mir scheint. Okay, das haben wir ganz gut überstanden. Dann geht's weiter. So, der Gang spaltet sich hier auf. Ach, würde ich hier doch mal mehr sehen können. Das ist so unklar. Ich weiß gar nicht, wo war dieser Gang in diesem Raum, vor dem ich mich fürchte. Kommen wir da jetzt hin auf der anderen Seite? Ist das möglicherweise dieser Raum jetzt hier? Sind wir von hier gekommen? Es ist so schwer zu identifizieren. Man sieht... Naja. Also ich gehe, wie gesagt, hier bleibe ich mal dabei. Gehe ich jetzt nicht weiter. Wir gehen erkunden nochmal diesen nördlichen Raum. Was haben wir hier? Ein Riesenfrosch, der aber nicht feindlich ist. Die scheinen hier zu leben. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das ist ja ein wahres Refugium hier unten. Aber irgendwie habe ich doch einen gewissen Respekt vor diesen Riesenfröschen. Das Licht der Sonne hat einen Weg in den Kerker gefunden und diese Insel des Lebens geschaffen. Und was haben wir? Noch eine Truhe. Mit einer goldenen Kröte. Eine Krötenstatuette aus purem Gold. Sie sieht eher wie eine Götze als wie eine Dekofigur aus. 10 Pfund, 250 Gold. Also, das ist doch schon sehr auffällig, ne? Wenn da steht Götze, eine Krötengötze, dann liegt die Vermutung doch sehr, sehr nahe, dass diese Riesenfrösche irgendwie das Ding hier anbeten. Und dass wir das vielleicht nicht wegnehmen sollten. Mache ich jetzt auch nicht. Wir wollen jetzt nicht in unnötige Kämpfe verwickelt werden. Aber hier ist was Interessantes für uns. Immerhin ein Geschenk der Dryade. Lassen wir mal die Riesenfrösche hier... Halt, warum bist du plötzlich allein unterwegs? Lassen wir sie mal von mir aus ihre Götze dort anbeten. Vielleicht, wenn wir uns stark genug fühlen, wenn wir nochmal zu diesem anderen Wesen zurückkehren, vielleicht nehmen wir die Götze und testen das dann mal aus, aber meine 250 ist schon von hohem Wert, aber wir müssen jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir, genau, das ist der Punkt, hätten wir jetzt eine Menge Heiltränke dabei, dann könnte man das machen, aber wir haben so gut wie nichts mehr. Deswegen will ich hier keine unnötigen Kämpfe eigentlich eingehen. So, wir gehen jetzt zurück hoch und geben diesen Spinnenkiefer ab. Ansonsten, warte mal, hier haben wir... War hier noch irgendwas? Nee, hier war nichts mehr, in der Richtung auch nicht mehr. Okay, es geht los. Ja, was ist denn das bitte? Wenn wir das jetzt einsammeln, was passiert dann? Sind die dann, bleiben die dort oder werden die plötzlich hierher gebeamt? Das ist ja ein bisschen exploitig, ne?
Das nutzen wir nicht. Man könnte es jetzt austesten, aber machen wir nicht. Wir gehen. Bisschen merkwürdig. Das hat schon seine Vorteile, dieses System. Aber eigentlich sollte man das nur machen bei, ich sagen, bei Plündergut von getöteten Feinden. Ansonsten komisch. Wie in diesem Falle, wenn das mit einer Mechanik vielleicht verbunden. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, dass es nicht mit einer Mechanik verbunden ist. Vielleicht irre ich mich auch. Hätte ich vielleicht jetzt nochmal ausprobieren sollen. Naja. Okay. Was ist hier für ein Gespräch? Haben wir gerade hier... Alle gehen, alle fallen, traurig, traurig. Kobold-Bogenschütze, wie du wissen, wo Hinterhalt von Kobold fragen. Kobold, du Hinterhalt, ja? Was ist das für ein Gespräch? Wo hat das jetzt stattgefunden? Gut. So, Leute, wir sind hier und wollen, glaube ich, hier irgendwo hin. Dann geben wir gleich mal einen Befehl und lassen die einfach laufen. Und wir können zuschauen. Ob sie auch ihren Weg finden. Und jetzt bin ich echt gespannt, was uns hier erwartet. Sie sprach von einem Schatz. Ich meine, wenn Winzlinge von einem Schatz reden, das kann auch alles Mögliche sein, ne? Man weiß es nicht so genau. So, wo ist sie jetzt? Da. Da ist die Torwächterin. Daisy, komm, braves Mädchen. Sie spricht immer noch mit ihrer Tausendfüßlerin. Als sich die Torwächterin bemerkt, hält sich ihre Miene auf. Sie wendet sich von ihrem Tausendfüßler ab. Grüßen, Verbündeter. Du kommen. Krieger, Königin, bedah dich erwarten. Die Torwächterin seufzt verzückt. Königin genauso schön wie kleiner Tausendfüßler. Gut. Hier sind die Mandibeln, um die du mich gebeten hast. Ah, sehr schön. Alles gut. Ich mache einen feinen Helm. Nehm Hebel für Brücke, mutiger Verbündeter. Ich niemandem sagen, du nehm Schatz. Sehr gut. Wir bekommen die Brückenwinde und wir bekommen 180 Erfahrung. Das ist natürlich sehr, sehr viel, würde ich mal sagen. Für so eine Sache, wo wir einfach nur von dieser blöden Spinne einen Kiefer mitnehmen mussten, die ja schon tot war. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. So, die Aufgabe können wir von der Liste streichen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wo war denn dieses blöde Tor? Das war hier unten irgendwie. Ich laufe mal erstmal hier hin, ne? Hallo? Hier kann ich hinlaufen. Dann orientieren wir uns nochmal neu, wenn wir da sind. War das hier lang? Gott, ist das dunkel. Ist das Licht schon wieder ausgegangen? Nee. Der Fall läuft nur einfach hinten lang. Ja, hier sind wir richtig. Sehr gut. Okay, dann werden wir das mal nutzen. Sehr schön, die Brücke ist unten. Haben wir nochmal 90 Erfahrung bekommen und wir können hier weitergehen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Was finden wir denn jetzt hier? Das ist wieder eine Art Schlachtfeld. Warte mal, irgendwie gefällt mir das mit dem Licht nicht. Wir werden das Licht doch direkt vorne über Valerie machen. Sie steht immer ganz vorne und dann sehen wir einfach noch ein bisschen mehr. Also, das ist auch ein Schlachtfeld. Hier haben wir schon mal eine kleine Kiste, das ist gut. Und was finden wir hier? Einen Zweihänder, den wir identifizieren können. Bernstein und ein Hämatit. Ein plus 1 Zweihänder. Der glaube ich aber, 600 natürlich von Wert, der aber ansonsten jetzt von niemandem von uns, glaube ich, sinnvoll eingesetzt werden kann. Sie hat ja eine Zweihandwaffe. Vergleichen wir mal, was sie da für einen Schaden macht. Naja. Aber sie kann den gar nicht nutzen, ist Quatsch. Sie kann nur ihre Sense nutzen. Nee. Achso. Ja, Amiri wäre möglich, aber da ist ihr gigantisches Schwert dann doch besser mit 3 bis 17, würde ich sagen. Da ändern wir mal nichts. Nee, können wir mitnehmen, vielleicht verkaufen, vielleicht treffen wir noch jemanden, der damit umgehen kann.
So, war's das? Das war der Schatz. Dieses besondere Zweihandschwert. Ja, ich will mal nicht meckern. Das ist schon von Wert. Aber hier hinten liegt noch was. Oh, sehr schön. Nochmal ein angekohltes Fragment einer Halskette. Das nächste. Gott, wie viel Splitter haben wir denn jetzt schon? Und hier? Hier kommen wir nicht weiter. Oh, hier ist eine Riesenspinne. Hier ist irgendein... Schaut mal, das sieht so ein bisschen so aus, als könnten wir, könnte man, wenn man auf der anderen Seite ist, diesen Wagen hier runterrollen lassen und das dort zerstören. Aber nur von der anderen Seite, wie es aussieht. Ob wir von hier aus die Spinne angreifen können? Tatsächlich, das geht. Ich lache mich tot. Sagen wir mal, dass allen unseren Halt, gehen wir auf Fernkampf. Unworthy. Serves you right. Aber die Spinne verliert kein Leben, oder? Wir machen Schaden. This will hurt. Doch, tatsächlich, sie ist erledigt. Ha! Ja, ich meinte, haben wir die schon mal erledigt. Ist ja wunderbar. Aber wir kommen hier nicht durch. Wir kommen hier nicht durch. Gut. Das war also der Schatz. Naja. Das war der Schatz. Die gewonnene Erfahrung ist vermutlich deutlich mehr wert. So, okay. Was machen wir jetzt? Also, die Vermutung liegt jetzt wirklich sehr, sehr nahe. Das wird immer offensichtlicher. Okay, hier geht es auch zu den Tiefen. Ah, kann es sein, dass man dann da, wo ich nicht weitergehen wollte, wo dieses riesige Schöpfer von dort aus hier hochkäme? Wäre möglich. Auf jeden Fall, die Karte ist so schön halbiert, so in diese Ecke, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass auf der anderen Seite die Kobolde sind und genau in der Mitte hier diese Ahornhalle sich befindet. Na, ich denke, wir kommen der Sache näher. Gut, das heißt, als nächstes würde ich jetzt, glaube ich, wieder runtergehen und dort hochgehen, wo dieser Baumstamm lag. Das ist, glaube ich, jetzt der nächste Schritt. So, ihr könnt ja vorspulen, während wir hier unserer Gruppe folgen, wie sie einmal quer nochmal durch die Winzlingswelt läuft. Sehr zielgenau. Die Wegfindung scheint ganz gut zu funktionieren hier. Sieht auch hübsch aus, wie sie alle so im Gänselauf hintereinander hertrotteln. Okay, gut. Da sind wir. Dann geht es nochmal runter wieder. Achso, das waren die Sachen, die wir nicht klauen wollten. Alles klar, wir gehen wieder. So. Und dann machen wir uns jetzt hier auf den Weg. Wo es zum Baumstamm da hochgeht. So, das war auch hier. Wo kommen wir jetzt an? Wir sind immer noch auf derselben Karte. Wir haben hier nur so einen kleinen Absatz überwunden, wie es aussieht. Und was finden wir? Wir finden hier... Ja, was ist das? War das mal hier so eine Art Tisch? Könnte sein, ne? Schaut mal. Die Reste eines vor Jahrhunderten verlassenen Lagers von Bergarbeitern.
sind die Kobolde eigentlich Bergarbeiter? Oh, schaut mal, Schild des Glaubens. Wir haben noch mal einen Trank gefunden, sehr gut. Sengender Strahl. Zauberstufe 3. Feuerstrahl. Okay. 4d6 Punkte Feuerschaden. Das ist ja schon mal richtig ordentlich. Das werden wir einsammeln und gegebenenfalls ausrüsten. Über den Trank freue ich mich auch. Das ermöglicht uns noch einen längeren Aufenthalt, bevor wir zurück müssen. So, und hier geht es offenbar hoch. Auch wenn ich es nicht richtig sehe. Zima, Kasumir, Opera. Die Truhen sind mit Metallschildern versehen, auf denen Namen von Taldors Städten eingraviert sind. So, und das ist hier... Ich sehe es nicht richtig, aber ich vermute, dass es hier irgendwie die Treppe hochgeht oder so. Und da wäre jetzt die These, dass das tatsächlich zu den Kobolden führen könnte. Wir gucken hier nochmal rein. Wir haben einen Minenhebel gefunden. Ein schwerer Eisenhebel. Könnte nützlich sein, wenn du schweres Minengerät bewegen musst. Da erinnere ich mich jetzt wieder an den Wagen, den wir da auf der anderen Seite gesehen haben. Aber wir befinden uns hier und nicht... Wo war das nochmal mit dem... Achso, hier sind wir hochgekommen. Okay, alles klar. Dann geht es jetzt hier weiter. I do what I must. So, liebe Freunde. Und was wir noch in diesem Teil dann erleben und erkunden werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.